Ja, liebe Leute, zweiter Teil unserer Berichterstattung aus der Stadtverordnetenversammlung. Die Überraschung war heute auch perfekt. Bocholt bekommt einen sogenannten Waldfriedhof oder Friedhofswald, wie man das neudeutsch sagt, auch Ruheforst genannt. Den gibt es bislang in Bocholt noch nicht. Der nächste ist, glaube ich, erreichbar in Coesfeld. Und zwar, wer das kennt, da handelt es sich um einen meist naturgewachsenen alten Waldbestand aus Buchen und Eichen. Dort können sich die Leute per Urne beerdigen lassen und dann weist nur noch ein kleines Schild am Baum oder so auf die Ruhestätte hin. So etwas gibt es bislang in Bocholt nicht und die Stadtpartei hatte beantragt, dass so etwas auch in Bocholt realisiert werden soll. Die Stadtverwaltung ist dafür, aus einem einfachen Grund. Sie sieht auch ein, dass irgendetwas alternativ gemacht werden muss, denn es gibt immer weniger Einzelbestattungen oder Einzelgräber und Wahlgräber hier in Bocholt. Viele Leute wollen halt auch die oft günstigere und pflegeleichtere Alternative. Dazu gehört dann auch die Waldbestattung. Die Stadtverwaltung sieht natürlich hier ihre die Gebühren wegbrechen. Es gibt, wie Herr Stadtbaurat Zöhler sagte, sogenannte Überhangflächen, das heißt Flächen, die gar nicht mehr belegt werden können. Und deshalb ist die Idee eines Ruheforstes gar nicht mal so schlecht. Die Stadtverwaltung möchte das gerne hier auf dem Friedhofsgelände machen. Wenn man die Ursprungsidee kennt mit großen alten Buchen und Eichen, dann weiß ich nicht, wie die das hier so schnell hinzaubern wollen, aber es wäre natürlich irgendwo sinnvoll, das hier auch anzubinden. Die Stadtverwaltung hat übrigens noch weitere Pläne. Sie möchte auch mal prüfen, ob es nicht möglich wäre, dass man Gräber anbietet, die dann durch das Friedhofsamt gepflegt werden können. Das würde sicherlich noch mal eine kostengünstige Alternative sein. Ich weiß nur nicht, ob die Gärtner das so gut finden. Und das verstößt im Prinzip ja auch gegen das Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, dass also die Kommunen sich eigentlich aus solchen privaten Geschäften raushalten sollen. Aber das ist ja nun in Bocholt nichts Ungewöhnliches, dass man sich da eigentlich wenig drum kümmert. Wie die Wibo täglich beweist, warten wir also mal ab, was da noch so kommt. Erstmal steht aber der Beschluss, dass dieser Ruheforst kommen soll. Jetzt soll die Verwaltung nochmal ausarbeiten, wie das im Detail auszusehen hat. Soweit hier vom Friedhof in Bocholt. Vielleicht berichten wir morgen nochmal über weitere Punkte, die sich noch in der Stadtverordnetenversammlung ergeben haben.